Einen wunderschönen habe ich dir, Servus, grüß dich. Ich melde mich heute ausnahmsweise mal nicht aus der Küche, sondern fahre jetzt gerade am, oder bin jetzt gerade am Weg, das letzte Mal in Richtung meiner Arbeit, Monday Holiday Grundlsee. Habe heute sozusagen meinen letzten Tag, beziehungsweise gestern gehabt. Ja, war sehr emotional, das Ganze. Habe mich wahnsinnig gefreut über das Geschenk. Danke an alle, die was da dabei waren, zugezahlt haben und die guten Ideen gehabt haben. Habe mich wahnsinnig gefreut. Fahre jetzt noch mal rein und möchte euch heute ein bisschen erzählen, was jetzt so passiert. Auch was nach meiner Karriere als aktiver Küchenchef so bei mir passieren wird, über das reden wir heute auch ein wenig. Ich nehme euch heute einfach ein bisschen auf den Tag mit und freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Let's go. Also ich kann euch erzählen, es ist unfassbar viel passiert von 2014 weg bis heute. Was für ein Ritt sozusagen. Als ich angefangen habe, als Küchenchef zu arbeiten, war mir noch nicht klar, was das mit sich bringt. Ich habe das zuvor noch nie gemacht. Ich habe immer wahnsinnige Ehrfurcht gehabt vor dem großen Haus. Man kennt es doch schon seit Kindheit, oder ich kenne es halt doch schon seit der Kindheit, riesengroß. Und ja, bin sogar mal von einem Kollegen gefragt worden während meiner Zeit als Jungkochner, ob ja, ich das da mal anstrebe, sowas zu machen. Habe das damals noch belächelnd verneint, weil ich kann ja das sowieso nicht. Und ja, ein paar Jahre später hat es dann tatsächlich gepasst. Bin Küchenchef geworden und jetzt musst du dir vorstellen, 10 Jahre später, jetzt gerade fahre ich eine Rahmen meine Sachen aus, habe das sozusagen hinter mich gebracht, das Thema oder das Kapitel, und brich auf zu neuen Ufern. Und wichtig zu erwähnen ist mir, dass ich das beendet habe, nicht weil es mir irgendwie nicht mehr taugt hat oder so, oder weil es mir zu viel waren ist, sondern das Gegenteil ist passiert. Und zwar ist es eine gewisse Routine entstanden, die halt einfach immer wiederkehrend das Gleiche erfordert hat, was halt Routinen so mit sich bringen. Und das hat mich einfach in meiner beruflichen Laufbahn jetzt ja nicht gestört, aber das ist mir einfach ein bisschen zu wenig geworden. Du kennst das vielleicht, wenn sich das Radl immer wieder neu zum Drehen anfängt, fragst du irgendwann, okay, was ist das jetzt? Deswegen geht es jetzt für mich auf in die Selbstständigkeit. Ich eröffne Ostern 24 ein eigenes Lokal. Das Ganze ist dann Teil meines Gesamtpakets sozusagen. Also jeder, der mich kennt oder wenn du das schon eine Zeit verfolgst, wirst du wahrscheinlich auch schon gesehen haben, dass ich Messer entwickle und verkaufe, dass ich Kochkurse abhalte, dass ich privat auch aktiv bin bei diverse Kochgeschichten, dass ich leidenschaftlicher Koch durch und durch bin, der zu Hause koch und eben mit diesem Lokal mir jetzt eine Plattform schaffe, wo ich halt ausgehend von dort alle Sachen, die kochtechnisch so zusammenlaufen, vorbereiten kann. Ja. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit immer in der Privatküche gemacht, das mache ich dann in der Profiküche sozusagen. Das noch. Und der Grund, warum ich mich selbstständig mache, ist einfach auch der, weil ich keinen Chef mehr brauche. Ja. Also, nicht im Negativen jetzt gemeint, dass das irgendwie schlimm war, was jetzt gewesen ist, aber es geht mir darum, ich brauche keine Arbeitsverträge, wo drin steht, wie viel ich wann wo arbeiten muss. Ich brauche keine Ziele gesetzt. Ich möchte arbeiten, wenn es zum Arbeiten ist, und ich möchte frei haben, wann ich frei haben kann. Und dahingehend brauche ich die Grenzen nicht, die mir dann von außen gesagt werden, so und so muss das jetzt machen. Ich weiß das selber ganz gut für mich. Und habe mir das in den letzten Jahren auch so aufgebaut und habe absolut überhaupt keine Angst, diesen Schritt jetzt zu gehen. Im Gegenteil, es, glaube ich, öffnet man Grenzen bzw. öffnet man Möglichkeiten, die ich in Wahrheit eh die letzten Jahre auch schon genutzt habe, aber halt jetzt einfach ein bisschen befreiter mal das Ganze machen lasse. Und na klar, ist, ein gewisses Risiko bringt es mit sich, weil ja, ich bin Papa, habe jetzt trotzdem auch für zu Hause sozusagen ein bisschen zum Sorgen, wobei wir uns das sehr gut aufteilen, meine Frau und die Juliane. Das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Es geht sich schon aus. Wir leben bescheiden und das, was wir zum Leben brauchen, das kriegen wir alle mal zusammen. Das ist unser Zugang. Und was sich halt darüber hinaus entwickelt, ist gut. Aber ich denke einfach, langfristig gesehen werde ich meine Karriere oder meine Kochkarriere zum Lokal einfach auch auf der Plattform YouTube verbringen. Dir zeigen, wie ich meine Lieblingsgerichte koche, dich dazu animieren, es nachzukochen und all die Freuden, die sie rund um das ganze Thema Essen so auftauen, mit dir teilen. Das ist mir wichtig. Du wirst merken, die Welt, und das ist jetzt ein bisschen
ja, stark philosophisch, die Welt ist einfach gut, wenn man am Tisch sitzt, was Gutes zum Essen hat und ein nettes Gespräch stattfindet. Das ist einfach das Schönste und das möchte ich so in der Form mit dir teilen. Und da würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt und mit mir mitgehst. Jetzt fahre ich gerade die Auffahrt auf, wir gehen jetzt gleich ins Lokal. Ich schaue jetzt einmal eine Runde durch die Küche durch, wer da ist, und da nehme ich dich jetzt mit. Bis gleich. So, der Johannes, der neue Küchenchef ist im Keller, habe ich gehört. Schau mal, Blade. Ja. Servus. Hallo. Hallo. 10 Platz, wenn du da reinhörst, das wird ja mal voller Stadt, Lara, gell? Das ist voll cool. Ja. Das ist ja super. Ja. Er haut schon das Geld um den Tag, der muss gut gehen. Wir sind recht busy. Hallo. Ja, ein Video. Ist okay? Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Ich nehme das auf. Moin. Er hat so gekräht gestern, das war so arg. Ja, vollgas. Wir werden das schaffen. Ah, ja, schon. Auf der Bahn. Hi, Steffen. Ja, was? Hi. Nein, aber du arbeitest jetzt da, ne? Ja, und dann schon los 10 sein. Hi. Die. Hi. Der Johannes ist seit 3 Tagen da. Johannes, was war dein Highlight bis jetzt? Das Wassermann-Menü. Das Wassermann-Menü gestern. Und? Was war dein Tiefpunkt in die 3 Tage? Es hat noch keinen Tiefpunkt. Ist volle Kühlhaus. Ist Trockenlager. So, eine Person, die da drinnen seit Anfang an meiner Zeit da ist. Aviano Tutti ist der Richard Bosniak. Oh, ist das lieb, danke sehr. Also, mein Lieblingsküchenchef. Ja. Richard und ich sind circa gleich lang da. Richard, du hast gestartet im Juni? Juni. Und ich habe gestartet im März, vor fast 10 Jahren. Ja, 10 Jahre. Was wir alles erlebt haben? Unglaublich viel, ja. Also sehr viele Menschen sind gekommen und gegangen. Ich und du, nun bleibst hier. Wir sind die Einzigen, ja. Ja, Richard ist bei uns jetzt, Richard ist im Monday jetzt als Frühstückskoch noch tätig und für das alles hier mit unterverantwortlich. Baba. Das ist die liebste Sigrid, die ich kenne. Der liebsten Sigrid praktisch seit Anbeginn dieser Zeit hier zusammen. Was war, wenn du das auf nur ein Highlight beschränken würdest, dein Highlight? Mein Highlight mit dir? Mit uns gemeinsam. Mit uns gemeinsam. Es war einfach, wie du angefangen hast, hat es endlich wieder gut gerochen in der Küche. Nach Gewürzen, nach Kocherei. Das stimmt, ja. Weißt, und einfach immer, wir haben immer gut miteinander gearbeitet. Es war immer ganz viel Respekt und dann ist auch eine gute Bekanntschaft geworden. Mittlerweile würde ich sogar sagen, eine Freundschaft, ja. Eine Freundschaft, absolut, ja. Absolut. Und wir sind uns immer auf, also du bist mir immer auf gleichen Augenhöhe begegnet. Genau. Das ist schön, ja. Und die Highlights waren einfach immer, wo wir so coole Sachen wieder geschafft haben dann, oder? Genau. Mein absolutes Highlight mit der Sigrid war, das permanent zu sehen, wie gelassen und ruhig sie waren. Beginnend mit, wie viel habt ihr angefangen, wie viel Frühstück? 15, 20 Frühstück und dann ist das aufgegangen auf was das meiste? Das meiste waren 400.
400 an Frühstück, einem ja. Frühstückstag. Ja, es ist gewachsen, leicht. Durchschnittlich sind wir leicht. Bei 200. Und die entspannte, natürlich ist ein bisschen eine Aufregung dann da, davor und danach, aber während des Services, ja. wie es bei uns heißt, das ist total entspannt. Und die Gäste kriegen nie was mit und das müssen wir jetzt anbringen. Genau. Das muss ich gleich jetzt erzählen. Das ist das Ziel. Sag mal ein Highlight, was in unseren 10 Jahren so passiert ist. Oder das, was da so am meisten in Erinnerung bleibt. Gibt es eigentlich mehrere? Gibt es mehrere, gell? Ja, kannst schon ein Buch schreiben, weißt du? Mhm. Das größte Highlight war, ich glaube, das größte Highlight war eh die Umstellung. Also wie wir angefangen haben. Wie wir angefangen haben, eigentlich immer diese, ja. Ja, yeah, der Start. Der Start, ja, einfach aufs Neue und das war echt, echt cool. Mhm. Das war eigentlich das, von Beginn weg das erste Kana, glaube ich schon. Ja, genau. Wenn wir, ja, Wahnsinn, ja. Wo wir so nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Ja, ja. Und dazwischen, ich habe mit der Sigrid auch geredet, die Frühstücks. Zahlen, was jetzt das Frühstück betrifft, was so von 14, 20 auf Wahnsinn. 400 glaube ich, gestiegen ist. Ja. Ja, ja, wir haben schon viel erlebt. Das Besondere nämlich an uns zwei ist, das sage ich auch so, wir haben uns ja nicht immer gleich so gut verstanden. Nein, zwar, wir haben unsere Rechnung gekauft. Aber ich würde sagen, das hat ein paar Jahre gedauert, wo man halt immer wieder so, aber das ist jetzt den Großteil der Zeit, weil es das sehr, sehr gut. Wenn man sich dann einmal trifft, gell, in der Mitte, dann, wo man weiß, wo die Stärken genutzt werden können und wie, dann macht das schon richtig Ding. Was wir gemacht haben, war der Wahnsinn, ja. Das stimmt. Unmögliche Dinge, ich glaube. Und jetzt gehst du. Jetzt geh ich, ja. Verlost uns. Ja, jetzt um es sogar verstehen. Ja, aber ich bleibe euch als. Aber, genau. Als Gast, als Mentor als, vielleicht ein bisschen, wenn es Fragen gibt oder irgendwie so. Und als treuer Gast bleibe ich euch definitiv erhalten. So, da. Der Martin Budemeier. Verzeih mal, Martin. Na, Martin, wie lang bist du da jetzt? Ja. 2,5 Jahre. Sag mal dein absolutes Highlight in die 2,5 Jahre. Dein absolutes Highlight? Außer, dass du Doc Martens gekauft hast wie ich. Ja, da extrem viel gelernt haben. Hast du extrem viel gelernt? Nein. Ja. Martin ist ein unfassbares Talent und das ist was gewesen, was mir auch alles Spaß gemacht hat, mit Menschen wie Martin zu arbeiten, weil dieser hoffnungslos verlorene Jugend, die alle glauben, die gibt's nicht. In meiner Welt nicht. Also bei Martin ist das Beispiel, wie auch ja, viele andere, die was da herinnen gearbeitet haben, dass das nicht so ist. Martin, was hast du vor, wenn du da mal groß bist? was machst du noch? Ja, weißt du nicht. Ja, weiß ich nicht. So keinen Plan. Einmal Bundesheer machen, einmal fertig machen und die Lehrabschlussprüfung. Aber ich habe gerade erzählt, er hat gestern ein Supplé gemacht, das war voll besser wie bei dem Lehrlingswettbewerb, wo er teilgenommen hat und von 50 Leuten auf den vierten Platz gekommen ist. Also was definitiv nicht normal ist, ist, dass man einen Arbeitsplatz gehabt hat mit so einem Ausblick. Und zwar die Frage taucht oft auf, ob man sich jemals davon satt sieht. Nein, es ist jetzt der letzte Tag, wo ich da arbeite. Ich meine, ich wohne weiterhin da in der Gegend, aber der letzte Tag, wo ich da arbeite. Und wenn man sich an sowas satt sieht, dann hat man eh, glaube ich, ein anderes Problem. Also nein, definitiv nicht. Ich hätte jetzt echt noch gern in Direktor, in Franz Grumoser noch gebeten, ein paar Sachen zu sagen. Der ist derzeit krank. Ich wünsche ihm gute Besserung auf dem Weg. Ich meine, das Video sieht, ist wahrscheinlich eh wieder da. Nichts Tragisches. Ja, das muss ich jetzt entfallen lassen. Da war jetzt noch gerne reingegangen und hätte ihn gefragt, ob es vielleicht noch was zum Sagen gibt, was ihm so in Erinnerung geblieben ist von mir. Gute Besserung, Franz. Ja, Seminarraum, Mondi, Grundlsee, ich weiß nicht, wie viele Bankette wir verkocht haben, bekocht haben. Kannst du mir nicht mehr erzählen, es waren so unglaublich viel. Es ist auch klein gewachsen vor 10 Jahren. Immer wieder ein bisschen was dazugekommen und mittlerweile reden wir von Tausenden von Seminargästen, die wir da pro Jahr mitbewältigt haben, verkocht haben quasi. Also.
natürlich jetzt nur Teil dessen, was ich euch sagen kann. Geht's da in Chaletdorf, das ist 2018 dazugekommen. Mit dem ist auch das Restaurant Wassermann dazugebaut worden, wo wir zum Schluss stolze 3 Hauben im Gummio erkocht haben. Und Chaletdorf zeige ich euch jetzt auch noch. Ein bisschen gewachsen. Läuft sehr erfolgreich. Gut, bin jetzt noch mal am Weg heim. Also ich werde jetzt noch ein paar Sachen, die ich in der Firma gehabt habe, die mir privat gehören, nach Hause bringen. Ziehe mir jetzt dann wahrscheinlich noch mal um, wir packen die Familie ein und fahren dann noch mal zum quasi letzten Mittagessen. Und zwar gibt es heute Mittag mein absolutes Lieblingsgericht um die Jahreszeit, ein Martini-Gansl. Ja, das genehmigen wir uns jetzt noch zum Abschluss. Ich habe jetzt natürlich, ich habe es eh schon gesagt, einige Kollegen, die mir in der Zeit sehr viel weitergeholfen haben und mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe, nicht getroffen, angetroffen, die haben halt frei. Allen voran Chef Franz Gromos, habe es eh schon gesagt, der ist derzeit krank, also wahrscheinlich, wenn er das Video sieht, nimmer. Danke an der Stelle für die super tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Ich denke, das ist großartig gewesen, was wir geschaffen haben. Und wer halt nur nicht dabei war, war die Hanna Savel, Restaurantleiterin seit auch meinen Beginn Start. Ja, wir haben insgesamt jetzt 14 Jahre zusammen in der Küche oder am Pass sozusagen verbracht. Ich in der Küche, sie im Service. War eine wahnsinnig intensive Zeit, die ja, mit Heida zu Ende geht. Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen, Hanna, wenn du das siehst. Ich kann dich nirgends markieren, weil du nirgends irgendwie registriert bist, weder auf Instagram, Facebook oder auf YouTube schon gar nicht. In dem Sinn, schau das an. Würde mich freuen, ja, wenn du das siehst, und ich möchte an der Stelle nochmal Danke auch zu dir sagen. Ich habe das sehr genossen und ich glaube, das war eine sehr besondere Zeit, die wir beide gemeinsam gehabt haben. Eine Anekdote, die ich dir jetzt noch erzählen muss, ist vielleicht, wie es zur Ehe oder zum Heiratsantrag zwischen mir und meiner Frau gekommen ist. Das hat nämlich auch im Mondi stattgefunden. Es hat ein Wichtel gegeben, alle Jahre hat es ein Wichtel gegeben zur Weihnachtsfeier. Es galt, ein 20-Euro-Geschenk zu kaufen für den Wichtel. Ich habe das losgezogen von der Juliane. Da habe ich mich schon sehr gefreut drüber. Und dann sind Lose überblieben. Und ich habe dann nur eins ziehen müssen irgendwie. Und es ist wieder, es war dann ich selber, sowas, ja. Ich war es selber. Dann habe ich zu meinem damaligen Souschef gesagt, ich glaube, weil wir waren, die Juliane und ich waren schon ein paar Jahre benannt, ich glaube, ich muss jetzt heiraten. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt. Und er hat dann gesagt, ja Stefan, du musst das jetzt heiraten, und habe ja dann einen 20-Euro-Wichtel Verlobungsring gekauft und habe ja dann am Heiligabend 2018 nach dem Service am Pass sozusagen einen Heiratsantrag gemacht, und seit 2019 bin ich verheiratet mit ihr und habe mittlerweile einen hervorragenden, kleinen, super süßen, kann es gar nicht beschreiben, was Sohn, und ja, ist auch im Mondi passiert. So, das zeige ich im Kellerrahmen, im Kleinen dann noch einpacken und dann fahren wir wieder rein. So, also macht es gut. Macht es gut. Danke, ja, nochmal. Gut. Ich sag danke. Danke für alles. Danke fürs Aushelfen. Guter Mann. Guter Mann. Bester Mann. Johannes. Danke. Ja. Macht es gut. Wenn du was brauchst, jederzeit melden. Okay. Jederzeit. Okay? Jederzeit. Daniel.
Mach's gut. Und wenn du was brauchst, jederzeit mit. Ja. Jederzeit, man. You can call me when you want, when you need something, when I'm here, okay? So, jetzt frage ich die auch noch, was ich will. Weil das schauen wir uns jetzt dann selber nämlich in ein paar Jahren und dann werden wir uns denken, boah, ist die Zeit vergangen, Wahnsinn, was wieder alles passiert ist. Aber so klein und wenn man sich das anschaut, ist wahrscheinlich schon geht in die Volksschule. Auf was reist du denn am meisten? Was jetzt, ja, oder? Was jetzt dann kommt. Ich freue mich jetzt einmal, dass wir daheim sind, zu dritt. Dass du jetzt dann von Matteo die nächsten großen Schritte alle mitkriegst. Yeah. Dass wir das gemeinsam erleben können, ohne dass du nicht in der Arbeit bist oder so. Okay. Ich freue mich auf deine neue Aufgabe. Aha. Vielleicht auch irgendwann meine Aufgabe. Aha. Und ja, einfach auf ein neues Kapitel, hätte ich gesagt. Freue mich. Auf alles freue ich mich. Freue mich auf alles. Es geht einfach weiter. Es geht weiter, genau. In dem Sinn, es geht einfach weiter. Ich freue mich jetzt auch auf alles, was kommt und sage danke an alle Kollegen, die das sehen. Danke, es war eine aufregende Zeit und für euch.